Ein herzliches Willkommen zur Liebeslegung für den Februar 2020. Schön, dass du dabei bist und wir schauen uns an, welche Kartendecks ich verwende. Das ist das Botticelli Kartendeck von Athanas Alexandra Athanasov. Schwerer Name. Dann das Tarot of Sexual Magic von Laura Thuan. Und die Zeichnungen sind von Mauro De Luca. Und zur Aufklärung oder um ein bisschen in die Tiefe zu gehen, die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen im Bereich Beziehungen in diesem Fall von Colette Baron-Reed. Und die Kartendecks könnt ihr euch selber bestellen, wenn ihr Interesse habt bei Amazon oder auf der Webseite www.ella-taroskop.de, wie ihr wollt. Dort findet ihr die Kartendecks auch und könnt euch die, wie gesagt, auch über die Seite bestellen, je nachdem, wie es euch am liebsten ist. So, wir wollen mal schauen, was in der Liebe für die einzelnen Sternzeichen drin ist. Ich freue mich drauf und wir schauen uns das Ganze mal an. Ein herzliches Willkommen, lieber Fisch, zur Liebeslegung für den Februar. Wir wollen einfach mal schauen, auch was so astrologisch zum Beispiel Venus sagt im Monat Februar, was wir da für dich haben. Ich schaue gerade mal, was im Februar für den Fisch drin ist. Es ist ja auch wichtig zu schauen, was die Sterne dazu sagen. Was haben wir mit Venus? Wir haben... Ja, zwischen 13. Januar und 7. Februar haben wir Venus in deinem Zeichen. Das scheint sehr, sehr gut zu sein. Und da bist du besonders verführerisch. Das ist ja auch wichtig. Du kannst andere um den kleinen Finger wickeln. Das ist ja auch sehr schön. Ja, und man kann dir einfach nichts abschlagen. Auch nach dem 5. März bis 3. April ist das ähnlich, aber auch im Geschäftssinn, weil Venus kümmert sich ja nicht nur um die Liebe, kümmert sich ja auch um Finanzen, Geldausgaben und so weiter. Aber dann kommen wir in die weiteren Monate. Also da habe ich jetzt nicht so viel Sachen drin. Wir schauen mal, was wir im Februar haben. Zwischen 14. und 26. Februar können deine Glückshormone ja dir so ein bisschen die Sinne vernebeln. Und es knistert in der Liebe. Auch am 2. Februar und gegebenenfalls wird aus einem Techtelmechtel am 3. Februar mehr. Danach haben wir halt mehr so die geschäftlichen Dinge. Also es ist eigentlich eine bezirzende Energie, die dich im Februar noch umgibt und die solltest du natürlich auch schamlos ausnutzen. Wir schauen jetzt mal, was die Karten sagen, was das Thema für dich im Februar ist. Wir haben den König der Stäbe, Feuerenergie. Feuerenergie ist ja auch Leidenschaft, ist ja auch Kameradschaft, ist mit Herzblut dabei sein, Temperament natürlich, ist ja voll involviert. Bei dir haben wir die Königin der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Du möchtest nichts ja kurzfristiges, sondern was Festes. Bei deinem Gegenüber haben wir das Ass der Schwerter und damit ein Neubeginn in Klarheit und Wahrheit, was auch sehr schön sein kann. Also entweder gehst du jetzt, wenn du noch Single bist, auf dein Gegenüber zu oder jemand gesteht dir sogar seine oder ihre Liebe oder es ist in der Partnerschaft, dass man wirklich Tacheles redet und zwar liebevoll. Wir haben, wie harmoniert ihr miteinander, ja? Da haben wir die 10 der Stäbe, Ballast abwerfen und das kann man durch Kommunikation natürlich auch sehr gut erreichen. Ja. Worauf du achten solltest, sind die 4 der Stäbe, also deine nähere Umgebung, Hausheim, Familie, Partnerschaft, ja, dass das eben harmonisch ist, dass man gut zusammenkommt, also dass man Arbeit und Beziehungen auch unter einen Hut bekommt, also nicht nur arbeitet, sondern auch, ja, eben auch mehr Zeit miteinander verbringt. Der Ratschlag ist Veränderung. Also es geht darum, etwas zu verändern. Da gucken wir auch gleich noch, was diese Veränderung herbeirufen soll oder wo eine Änderung vonnöten ist. Und wir haben das Gericht. Und das ist eben die Situation beurteilen. Und das kann man natürlich, indem man miteinander spricht hier und indem man Ballast abwirft, also die Dinge los wird, die man nicht gebrauchen kann.
Ja, auch in der Beziehung nicht. So, Energiethema ist König der Stäbe. Und wir haben die 10 der Schwerter. Über etwas, eine Enttäuschung hinwegkommen. Vielleicht auch gemeinsam irgendwas bearbeiten, was eben vorher nicht so gut war. Und wir haben bei dir die Entscheidung in der Liebe. Du möchtest wirklich eine feste Beziehung und nichts Halbgares oder so mal heute da und da nicht, ne? Wir haben ja auch die 4 der Stäbe. Darauf sollst du achten, dass das eben so sich gestaltet, auch wie du dir das wünschst. Jetzt haben wir hier Klarheit und Wahrheit bei deinem Gegenüber und wir haben die 6 der Kelche. Es geht da um, ja, Vergangenheit. Vielleicht auch über Dinge sprechen, die in der Vergangenheit nicht angesprochen wurden. Das kann natürlich sein, dass es da um Dinge geht, die passiert sind oder die vielleicht auch falsch verstanden wurden, je nachdem. Man spricht über die Dinge aus der Vergangenheit. Letztendlich geht es darum, hier die 10 der Stäbe loszuwerden. Wir haben die 5 der Münzen, das ist der Rückzug. Das kann aber auch bedeuten, dass jeder für sich überlegt, was er oder sie eben zu dieser Sache beigetragen hat und wie man das beilegen kann. Also es ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur die Fehler bei anderen sucht, sondern eben auch bei sich selbst. Was kann man tun, um die Dinge zu bereinigen? Was kann ich persönlich dazu beitragen? Und dazu kann es sein, dass der ein oder andere auch mal ein bisschen Ruhe und Entspannung braucht, für sich alleine Zeit braucht. Das ist aber nicht schlimm. Worauf du achten solltest, ist die 4 der Stäbe und das Ass der Kelche, die allumfassende Liebe. Und ich kann mir vorstellen, es geht auch darum, eben nicht nur Partnerschaft in Sachen Liebe zu sehen, sondern auch alles, was damit zu tun hat. Wie es zu Hause ist, wie man zusammen lebt vielleicht oder welches Umfeld man hat, wie man mit seiner Familie umgeht oder wie die mit einem umgeht, ne? Dass das alles eine Rolle spielt, eben auch in Bezug auf Beziehungen, dass man das eben mit berücksichtigt. Und wir haben ja hier als Thema über etwas hinwegkommen. Und da denke ich, kann das auch eine wichtige Rolle spielen mit dem Ass der Schwerter, auch Bereinigung, Klärung, offene Gespräche. Jetzt haben wir ja hier die Veränderung und wir haben das Thema Fairness. Und das kann ja jeder für sich anders auslegen. Und ich denke, es geht einfach darum, ein ausgewogenes Geben und Nehmen herzustellen. Also eben nicht nur zu sagen, du hast aber das und das gemacht, sondern nicht Vorwürfe zu machen, sondern konstruktiv zu sagen, wie können wir das richtig für beide Seiten zufriedenstellend hinbekommen. Und wenn du Single bist, eben auch zu überlegen, warum bin ich Single und warum hat das nicht geklappt oder was war mit meiner letzten Beziehung, was muss ich verändern, damit ich tatsächlich das anziehe oder zu mir hole, was mich glücklich macht. Und oft ist es so, dass gerade in Beziehungen der eine oder andere sich zurücknimmt, um dem Gegenüber zu gefallen. Und das ist genau der verkehrte Schritt. Weil wenn du versuchst, jemandem krampfhaft zu gefallen, bist du nicht du selbst und damit nicht authentisch. Du musst ehrlich sein, Ass der Schwerter, du musst sagen, was du möchtest, was du dir vorstellst und das möglichst zeitnah, wenn du jemanden kennenlernst auch, weil damit du früh genug weißt, es passt oder es passt nicht. Weil wenn du dann krampfhaft versuchst, diese Beziehung aufrechtzuerhalten oder dahin zu bringen, wo du sie haben willst, dann verbiegst du dich. Und das ist nicht Sache einer Beziehung. Wenn du eine vernünftige Beziehung führen willst, dann musst du dich wohlfühlen, dann musst du sagen können, was du denkst und dann musst du mit deinem Gegenüber das Gefühl haben, wir ziehen am gleichen Strang. Und das ist das A und O. Wie sieht denn das Gericht aus? Das Ass der Münzen. Also, du hast etwas Stabiles und Sicheres und es gibt halt immer mal Dinge, die man ausmerzen muss, die man verändern muss, ja? Und darüber sollte man offen und ehrlich sprechen. So, und wir haben eine schöne Karte, die Nummer 29, Atmen. Ich bin gespannt, was die Weisheitskarten dazu in Bezug auf Beziehungen sagen. Es geht eben darum, frei zu atmen, dass man nicht atemlos versucht, jemandem hinterher zu hecheln. So verstehe ich das. Dann haben wir die Botschaft im Bereich Beziehung. Übereile jetzt nichts. Das Herz braucht Zeit, um sich zu öffnen. Nimm einen tiefen Atemzug und lass der Natur ihren Lauf. Löse dich aus dem Griff von Beklemmung und Angst, denn es gibt keinen Grund, angespannt zu sein. Genieße den Augenblick und es wird dir nicht schwerfallen, abzuwarten. Dein Herz weiß bereits um das,
wogegen das Ego sich oftmals sträubt. Geduld macht sich in einem tiefen und bedeutungsvollen Sinn bezahlt. Ja, Geduld, vielleicht hattest du auch in der Vergangenheit schon Geduld und hast deinem Gegenüber damit gezeigt, dass du offen bist. Aber eben, was ich sagte, du sollst dich nicht verbiegen. Du darfst du selber sein, du darfst authentisch sein, du darfst du selbst sein. Und wir haben ja auch als Ausgang Stabilität und Sicherheit. Ein Neubeginn in Stabilität und Sicherheit. Und das geht halt eben nur, wenn man sich entsprechend austauscht, ja, und dann auch auf ein gemeinsames Ziel zuarbeitet. Und ihr habt sehr schöne Energien, Ast der Kelche, 4 der Stäbe. Wir haben zwar die 5 der Münzen, der Rückzug, aber es geht darum, Ballast abzuwerfen und sich für sich selbst auch zu überlegen, was ist denn der Ballast, der uns daran hindert, vielleicht dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Und das muss jeder vielleicht auch für sich selbst tun. Ja, und das ist eben auch gut so. Und dann kommt man wieder zusammen, spricht über die Dinge und versucht da eben auch die Veränderung hervorzurufen mit der Gerechtigkeit, eine faire Veränderung herbeizurufen. Und dann haben wir eben hier das, wie die Sache verläuft, und das Ass der Münzen sagt eben Stabilität und Sicherheit, ein Neustart. Also hervorragend für den Monat Februar. Denk dran, 14. Februar, auch Valentinstag, lass dir was Schönes für dein Gegenüber einfallen. Und wenn du niemanden hast, dann gebe ich dir jetzt die Aufgabe, jemandem zu suchen, dem du eine kleine Freude machen kannst. Ja, und wenn es deine Mutter ist oder eine alte Nachbarin, auf jeden Fall etwas Nettes tun, das tut der Seele selber auch gut. Aber es geht halt darum, Stabilität und Sicherheit aufzubauen und eben du selbst zu sein. Ja, ich hoffe, dass ich das richtig rübergebracht habe. Ich hoffe, dass du da möglichst viel mit anfangen kannst, mein lieber Fisch. Und natürlich dann den Februar so gestalten kannst, dass du dich sicher, stabil auch in der Beziehung fühlst. Ich hoffe, das war hilfreich. Lass es mich gerne wissen. Ich bin ja neugierig, ob das auch hilfreich war, und würde mich darüber freuen, von dir zu hören. Und wenn es geholfen hat, würde ich mich natürlich auch über das Däumchen hoch sehr freuen. Ja, dann lass es dir gut gehen. Finde eine adäquate Lösung für dich und dein Gegenüber oder dein potenzielles Gegenüber. Alles Liebe von mir, und wenn du magst, sehen wir uns dann mit der Liebeslegung auch wieder im März. Bis dahin.